Gut, ich habe hier schon einiges vorbereitet, damit nicht so viel Zeit drauf geht, um das alles zu malen. Denn hier einen Hubschrauber zu malen, dauert immer ein bisschen. Oder sogar zwei. Na gut. Drehimpulserhaltung. Eine höchst spannende Geschichte. Werden wir gleich sehen, warum. Es gibt dazu viele Links. Leute, denkt dran, die Links immer zu beachten. Hier oben werden die als vertiefende Sache nochmal mit dargestellt. Und wenn ihr hier oben draufklickt, bleibt dieses Video hier stehen. Also ihr verpasst nichts. Impulserhaltung. Einen Link werde ich dazu wahrscheinlich anfügen. Vielleicht. Vielleicht. Notfalls guckt in Playlists entsprechend nach. Impulserhaltung bedeutet, wenn ich das gleich mal am Beispiel erklären darf, es kommt eine Kugel von da hinten angerollt, die bleibt stehen, Billardkugel oder. Und dann prallen die zusammen, elastischer Stoß zum Beispiel. Die erste bleibt stehen und die andere saust davon. Und zwar mit der gleichen Geschwindigkeit, wie die hier angeschossen kam. Das heißt also, wenn ich mir nur die beiden Kugeln als geschlossenes System nur für sich betrachtet, also hat jetzt nichts mit dem Billardtisch oder sonst was zu tun. Der Billardtisch dient nur zur Stütze, damit die Kugeln nicht nach unten durchfallen. Wenn ich das so betrachte, kann ich sagen, die Summe der Impulse bleibt gleich. Es könnten auch noch viel mehr Impulse sein. Also ich könnte die praktisch so alle zusammenzählen, dass ich sage P1 plus P2 plus P3 plus bis Pn und die Summe bleibt konstant. Ich möchte jetzt das Summenzeichen hier, dieses Sigma, jetzt mal nicht zur Verwirrung einfügen, weil das sieht dann zu spannend aus. Also lohnt sich jetzt auch nicht. Kann man so viel leichter darstellen. Zur Drehimpulserhaltung. Aber immer dran denken, wir müssen jetzt ein geschlossenes System betrachten. Geschlossen heißt nochmal nur die beiden Kugeln. Das ist ein Vorher-Nachher-Zustand. Oder nur einen Hubschrauber oder was auch immer. Der ist dem Ganzen sehr ähnlich. Und zwar, wenn ich zwei Drehimpulse, offensichtliche, vorliegen habe, dann wird bei Änderung des einen das andere sich auch ändern, sodass die Summe wieder konstant bleibt. Ich kann hier die gleiche Formel wie hier drüben anfügen. Beispiel: Wenn man sich fragt, wozu ein Hubschrauber hinten noch so einen Extrarotor hat, dann dient das dazu, wenn der Extrarotor nicht wäre, würde der Drehimpuls, den die Tragschraube auf den Hubschrauber auswirkt, bedeuten, dass sich der Hubschrauber ganz langsam um die eigene Achse, und zwar entgegengesetzt der Rotorrichtung hier, bewegt. Das auszugleichen und praktisch abzustützen, dafür ist hier hinten noch eine kleine Luftschraube und die stützt das ab. Oder es gibt Hubschrauber, die haben dann zwei gegenläufige Rotoren. Der eine dreht so rum, also das eine Pärchen von den Rot der eine Rotor, das eine Pärchen, Blattpärchen, und das andere Blattpärchen dreht sich genau verkehrt rum, sodass sich die Sache ausgleicht. Bis dahin schön, ja. Aber es wird lustiger. Ihr könnt ja mal einen Versuch machen. Und zwar folgenden Versuch. Aber da müsst ihr höchst vorsichtig sein. Erstens, weil es um elektrischen Strom geht, aber einen Stecker reinzustecken ist ungefährlich. Aber ihr dürft wirklich nur den Stecker ganz kurz antippen, denn sonst wickelt die, ich habe hier eine Bohrmaschine angedeutet, am besten auf Vollgas stellen, noch nicht anstecken, auf Vollgas anstellen und arretieren. Am besten ohne Bohrer. Ich habe das jetzt nur zur Verdeutlichung gemacht. Und sobald ihr den Stecker reinsteckt, aber nur kurz antippen, nicht reinstecken, sondern nur kurz, dann wird sich das ganze Biest verkehrt rumdrehen. Innen drin läuft nämlich ein Motor an, treibt mit Getriebe und so weiter, hat eine gewisse Masse, fängt sich an zu drehen und sein äußerer Käfig, sozusagen das Gehäuse, dreht sich andersrum. Also am besten nicht machen, stellt es euch vor, macht es nicht. Vielleicht findet ihr irgendwelche Videos. Oder, und das ist das Gleiche, Impulserhaltung. Hier ist der eine Drehimpuls im Innern und der äußere Drehimpuls des Gehäuses wirkt dem entgegen. Ich werde hier einen Link auf jeden Fall anfügen zu einem Professor, der das mal gemacht hat. Der hat ein Rad und dreht sich. Geht unbedingt drauf, guckt es euch an, dauert eine Minute und ihr wisst, was ich meine. Der Professor selber erzeugt eine Drehbewegung über sich, ihr werdet es ja sehen, und fängt sich plötzlich an zu drehen. Finde ich super gemacht, brauche ich nicht selber zu machen, können wir ruhig auf den guten Professor verweisen. Das ist die eine Sache. Also die Impulse gegenseitig heben sich auf, sodass der Gesamtdrehimpuls wieder konstant bleibt, erhalten bleibt. Aber auch, das war jetzt diese gegenläufige Bewegung, hier Hubschrauber und so weiter und so fort oder Professor. Aber viel spannender ist auch, was ein Kreisel, also eine sich drehende Masse, hier in diesem Fall ist es mal ein Brummkreisel, macht, wenn ich ihn versuche auszulenken aus seiner Achse. Beziehungsweise, wenn er langsamer wird
macht er das automatisch. Er fängt dann an zu taumeln. Aber dazu gibt es richtige spannende Links. Man nennt das dieses Anfangen zu taumeln, Präzession. Dazu werde ich auf jeden Fall noch einen Link anfügen. Es ist überraschend, was man da plötzlich für Effekte sieht. Aber auch, und auch, denkt bitte ans Karussell, also ein Kinderkarussell. Wenn ich mich nach außen lehne, werde ich langsamer. Und wenn ich mich weiter nach innen ziehe, werde ich schneller. Oder eine Pirouette. Pirouette eines Eiskunstläufers zum Beispiel. Der dreht sich mit ausgestreckten Armen, zieht die Arme an und wird immer schneller. Muss ich jetzt nicht viel sagen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch einen Link ankriege, aber wird wohl gehen. Ja, nochmal, bitte denken an geschlossene Systeme. Der Kreisel für sich ist ein geschlossenes System und so weiter und so fort oder was auch immer. Ideale geschlossene oder theoretisch ideale geschlossene Systeme, wo das immer gut funktioniert und die sehr stabil bleiben, sind Atomkerne. Was dreht sich da? Da drehen sich wie verrückt die Elektronen außen um den Kern. Oder Gasmoleküle oder Planeten im Sonnensystem, wenn die sich, also sich bewegende. Keplersche Gesetze und so weiter. Also guckt einfach noch ein bisschen in den, wenn ihr noch mehr wissen wollt, in den Playlists oder in der Playlist nach und da sieht man das dann auch. Ein Brumm, in Klammern Kreisel oder Navigationskreisel, komme ich gleich drauf zu sprechen. Das sind nicht ganz so ideale abgeschlossene Systeme. Navigationskreise könnt ihr euch so vorstellen, ich habe eine Art Blackbox, innen drin ist ein Kreisel und egal wie ich die Blackbox hin und her und her und hin und sonst wohin drehe, der Kreisel bleibt stets so stabil darin stehen. Das kann man schön zum Navigieren nehmen als Bezugssystem, Flugzeuglage im Raum, Raumstationen hatten das früher auf jeden Fall, heute nimmt man allerdings keine echten Kreisel mehr, sondern nimmt andere Hilfssensoren. So, ich hoffe, ich habe was zu dem Thema beitragen können, sodass ihr das besser versteht, was Impulserhaltung, Drehimpulserhaltung auch bedeutet. Und verbleibe erstmal mit dem Ganzen und wünsche euch, dass ihr es gut verstanden habt. Bis später. Tschüss.